Jo Leute, willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog auf meinem Kanal. Heute mal in einer etwas anderen Location und ihr seht, der Papa ist wieder dabei. Denn der kommt tatsächlich super, super gut auf meinen Videos an, was mich natürlich sehr freut. Ich habe heute den ganzen Tag gedreht, deswegen konnte ich nicht so viel vloggen, aber dafür habe ich eine richtig nice Challenge mit ihm zusammen am Start. Und zwar, kennt ihr bestimmt alle die Wer würde eher Challenge? Ich nicht. Du nicht? Ja, aber du wirst es noch checken. Und zwar gibt es da Fragen, zum Beispiel, wer würde eher nackt im See baden? Und dann haben wir in dem Fall beide unsere Handys in der Hand und sagen dann halt, wer es eher machen würde. In diesem Fall jetzt zum Beispiel Papa, ich blende euch das aber auch nochmal ein. Das ist aber nur ein blödes Beispiel. Genau. Und dafür habe ich euch auf Instagram nach Fragen gefragt und ich würde sagen, ich laber gar nicht weiter rum, sondern es geht direkt los in 3, 2, 1. Let's go. Die erste Frage kommt von Josi und lautet, wer würde eher so laut schnarchen, dass er selbst davon aufwacht? Bist du ready? Mhm. Okay, 3, 2, 1, bumm. Bist du? Papa, ja, Mann. Sowas von. Das Ding ist nämlich, also erstmal schnarcht er definitiv lauter als ich. Ja, ich habe auch einen größeren Resonanzkörper. Ich bin ungefähr 20 cm größer als du. Ja, aber ich bin viel breiter und tiefer als du. Also wirklich, bei mir gefühlt kann man eigentlich alles machen und ich wache nicht auf. Also es kann so laut sein, wie man will. Ich wache davon nicht auf und deswegen von meinem eigenen Schnarchen aufwachen ist eigentlich relativ unmöglich. Ist heute Nacht übrigens wieder irgendwas erzählt. Ich wollte es aufnehmen. Echt? Ja. Eskalation! Die nächste Frage kommt von Franziska und lautet, wer würde eher ohne Süßigkeiten auskommen? 3, 2, 1. Ja, zum Glück. Also, ich meine, du bist jetzt nicht süßigkeitensüchtig, aber ich esse halt wirklich eigentlich gar keine. Ja, ich brauche schon Süßigkeiten. Ja. Dann auch eine Konsumfrage von Franziska. Ach, das ist ja die gleiche wie gerade. Wer würde eher einen Tag ohne Handy auskommen? Finde ich eine sehr interessante Frage, weil wir sind beide mega handysüchtig, meiner Meinung nach. Ja, hast du? 3, 2, 1. Ja, wir sind uns ja ziemlich einig eigentlich. Ja, ich muss ja arbeiten, ne? Jetzt können wir mal genau rausfinden, wie viel Zeit wir wirklich am Handy verbringen. Nee. Doch, doch, das finde ich jetzt interessant. Also bei mir in den letzten 10 Tagen ist die meistgenutzte App Instagram, jetzt haltet euch fest, mit 21,5 Stunden Laufzeit. Bei dir ist in den letzten 7 Tagen Safari mit 4 Stunden? Was? Also du benutzt dein Handy definitiv weniger, aber ich könnte so easy ohne auskommen, wirklich. Ja, weil ich mache nur nützliche und wertvolle Dinge. Aber 21 Stunden Instagram innerhalb von 10 Tagen. Von 10 Tagen ist fast ein kompletter, 24 Stunden, fast ein kompletter Tag einfach nur auf Instagram. Wenn ich das gewusst hätte. My Photos of My Life fragt, wer würde eher im Schere, Stein, Papier gewinnen? Jetzt müssen wir erstmal raten, wer am ehesten gewinnt. 3, 2, 1. Wieder ich! Ja. Okay, und das testen wir jetzt mal direkt aus. Wir spielen einfach nur bis 1, einfach eine easy Runde. Bist du ready? 3, 2, 1. Vor allem, ich zähle einfach 3, 2, 1. Und in dem Moment war ich so verwirrt, dass ich einfach die Pause gelassen habe. Ja, peinlich. Aber was stimmt? 1? Wir hätten eigentlich bei der 0 erstmal. Nein, wir hätten einfach Schere, Stein, Papier. Achso, ja, also nochmal, oder wie? Ja, du hast schon gewonnen eigentlich. Die nächste Frage kommt von Grace. Grace, Jan, Bra, wer würde eher Fallschirm springen? Schwierige Frage, schwierig. 3, 2, 1. Habe ich mir schon was gedacht. Ja, also du bist da irgendwie mit so Höhen, hast es nicht so, ne? Freier Fall und sowas. Apropos freier Fall, Leute, macht euch gespannt auf den Vlog morgen. Es wird absolut krank. Es wird so geil. Also ich bin richtig, richtig gehypt da drauf. Vorletzter Tag Berlin und ich habe nochmal ein richtig, richtig geiles Erlebnis mit GoPro und so. Also ihr könnt euch auf jeden Fall drauf gespannt machen. Die nächste Frage kommt von Max Austria und er fragt, wer würde eher einen Monat auf Instagram verzichten? 3, 2, 1. Ja. Wer hätte es gedacht? Also ich meine, alleine an der Benutzungszeit von 21 Stunden Instagram bei mir weiß man das natürlich schon. Aber im Moment ist er mega am Hustlen auf Instagram, weil er hat jetzt einen eigenen Instagram-Kanal. Wie viele Abonnenten hast du nach 2 Tagen, 3 Tagen? Ja. Oh mein Gott! 13,9000. Wir sind einfach, wahrscheinlich wenn das Video hier rauskommt, haben wir irgendwie schon 15.000 oder so. Leute, falls ihr ihm noch nicht folgt, dann tut das auf jeden Fall. @dieserdad. Und natürlich auch mir, @dieseroscar. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Videos mit meinem Papa sehen wollt. Und abonniert auch diesen Kanal, damit ihr keine Daily Vlogs mehr verpasst. Wir sehen uns also in einem super, super spannenden und wirklich sehr aufregenden Video morgen wieder. Bis dahin, haut rein, ciao und schönen Abend.